Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Hochzeitsvideo. Heute geht es um die Ringe. Entschuldigt bitte, wenn ich so ein bisschen edge aussehe, ich bin krank. Aber dieses Video geht halt jetzt nur jetzt. Genau, es geht heute um die Ringe. Wie ihr ja vielleicht wisst, habe ich ein ziemliches Allergieproblem mit sämtlichen Metallen. Und theoretisch hätten wir auch einen Allergietest demnächst. Den habe ich aber schon abgesagt. Weil es eigentlich unsinnig ist, den zu machen. Unser Wunsch war ja Palladium, aber meine Mutter hat eine Palladiumallergie und ach, es ist sehr, sehr höchstwahrscheinlich, dass ich auch eine habe. Und dann sind wir auf Tantalringe gestoßen, die sehr allergikerfreundlich sind, also wirklich sehr, sehr allergiker Gesundheit, sehr, sehr allergikerfreundlich. Und ja, wir wollen das heute mal testen, beziehungsweise über ein paar Tage testen. Wir haben schon mit der Goldschmiedin gesprochen. Die würde uns Rohlinge zur Verfügung stellen für ein paar Tage. Natürlich müssen wir den Preis hinterlassen, ist ja ganz klar. Ja, aber wenn es nicht funktionieren sollte, dann kriegen wir halt den Preis zurück. Genau, darum geht es. Tantal ist ein allergiefreundliches Metall und ein sehr seltenes Metall. Zeige ich euch dann natürlich, wenn wir den Rohling haben, wie es so aussieht und was so die besonderen Eigenschaften davon sind. Abgesehen davon, dass es allergikerfreundlich ist, sagte ich das schon. Ja. Genau, wir suchen uns jetzt einen Rohling aus und wenn das so klappt, wie wir es natürlich hoffen, dass wir die Ringe nehmen können, dann wird auch das unser Ehering werden. Der wird dann halt nur noch, ne, mit Silberstreifen und Steinchen und Gravur und so weiter verschönert. Aber der Rohling an sich ist dann der, den wir auch dann als Ehering benutzen werden. Ja, ich weiß nicht, inwieweit ich euch heute was zeigen kann, auch dort vor Ort. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber spätestens sehen wir uns dann, wenn wir die Rohlinge am Finger tragen. Viel Spaß! Wir sind schon ein Weilchen wieder da. Ich musste mich aber direkt hinlegen, weil ich war echt am Ende meiner Kräfte. Ja, ich habe mich dann direkt hingelegt. Gut, mal eben kurz, wie ist der Stand der Dinge? Wir haben uns einen Ring ausgesucht. Ja, super beraten worden. Wir haben uns die Ringe schon komplett ausgesucht, wie sie aussehen sollen. Ja, ja, ja. Nur gravurtechnisch haben wir noch nichts beschrieben. Mein Rohling wird jetzt angefertigt, so wie er dann sein soll, nur ohne Stein. Also erstmal ohne Stein und ohne Gravur, damit er halt, wenn es nicht klappen sollte, weiterverkauft werden kann. Hatte ich das gesagt? dass wenn ich halt allergisch darauf reagiere, dass meine Ringgröße da entscheidend ist. Es ist eine Größe, die öfters getragen wird. Kann man den weiterverkaufen? Ja, ist der Fall. Deswegen halt nur, ja, der grobe Rohling, das ist der Tantal-Rohling mit einem Silberstreifen drin, ohne Stein, ohne Gravur. Den bekomme ich, ich glaube, sie hätte gesagt, ungefähr in 2 Wochen müsste der fertig sein, dann kann ich den abholen und übers Wochenende tragen. Ich sollte halt nicht so viel damit arbeiten, logischerweise, weil, ja, ich nehme halt auch genau den Ring dann. Und es wäre ja schade, wenn er dann schon stark verkratzt. Was heißt stark verkratzt? Sie hat uns das noch erklärt. Das Tantal an sich ist robust. So hatte ich das zumindest verstanden. Was dann schneller Gebrauchsspuren oder Spuren des Alltags annimmt, ist der Silberstreifen. Was den Ring dann natürlich letzten Endes auch speziell und besonders macht. Das hatte sie uns auch extra, sie wollte uns extra darauf hinweisen, dass uns das bewusst sein soll, dass ja, gerade der Silberstreifen dann halt ein bisschen, ja, gebrauchter aussieht und Spuren annimmt und so weiter und so fort. Aber das ist für uns in Ordnung. Ich finde, das macht so einen Ring auch aus. Wenn man den irgendwie sein Leben lang noch trägt, dann, ja, hat man wenigstens was erlebt, ne? Ja, aber es wäre natürlich schade, wenn er dann schon Spuren hat, bevor unsere Ehe überhaupt beginnt. Deswegen werde ich den natürlich schön auf dem Sofa tragen und einfach nur, also ich merke es normalerweise relativ schnell, beim Weißgold zum Beispiel, aller spätestens nach 2 Tagen. Das heißt, so ein Wochenende auf dem Sofa reicht aus. Ja, ich zeige euch den Ring, also ich melde mich dann in 2 Wochen wieder und ich hoffe, ich habe dieses Video bis dahin nicht vergessen oder versehentlich gelöscht oder sonst was. Und ich zeige euch den Ring natürlich, also den Rohling, ne? Er ist ja noch nicht fertig. Tantal ist speziell, aber alles weitere dazu, wenn mein Rohling dann da ist.
Bis dann. So, meine Lieben, also ich bin super aufgeregt. Ja. Er ist da. Unser Ehering, also mein Ehering, besser gesagt. Ja, wenn ich denn nicht drauf reagiere, dann wird genau dieser Ring, der hier drin ist, mein Ehering. Ich habe ihn mir gestern Abend schon mal angeguckt. Ich zeige ihn euch jetzt. Also, so sieht er aus. Ich weiß nicht, ob ich es erkennen könnte. Steht wahrscheinlich auch nicht richtig scharf. Also, das ist jetzt der Rohling. Also in meiner Größe, der Tantalring mit dem Silberstreifen, so wie wir es wollten. Und ja, wenn ich jetzt nicht drauf reagiere, dann wird noch ein Diamant gefasst. Halt da so irgendwo. Du bleibst jetzt da unten. Mach mir den bloß nicht kaputt. Das ist nämlich das Ding. Ich habe total Angst, dass ich den jetzt verkratze oder so. Deswegen werde ich ihn auch jetzt erst tragen, wenn ich gleich einen Film gucke. Halt, ich habe jetzt alles soweit geschafft und muss mich eigentlich nur noch aufs Sofa hauen. So den restlichen Tag über. Ja, ich habe total Angst, dass ich den verkratze. Ich setze ihn jetzt mal auf, ja. Ja, so sieht er jetzt an meinem Finger aus. Also ich finde ihn sehr, sehr schön. Es ist nicht so dunkel, wie ich es in Erinnerung hatte. Ist echt schön. Ja, ich finde ihn auch noch feminin. Also es ist nicht so, dass das, weil er so dunkel ist, dass das irgendwie unfeminin wirken könnte. Und erst recht, wenn dann der Diamant drin ist. Ah, also ich finde ihn sehr, sehr schön. Und ich kann mir das total schick vorstellen mit so einem kleinen Steinchen. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das unser Ehering wird. Ich setze mich jetzt ganz langsam aufs Sofa und würde mich so in 2 bis 3 Tagen nochmal melden. Nee, so groß ist der nicht, oder? Nein, meine Hände schwillen irgendwann im Laufe des Tages eh an. Ja, ich würde mich dann so in 2 bis 3 Tagen nochmal melden und euch berichten, ob ich reagiere oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass dem nicht so ist und wir diesen Ring nehmen können. Irgendwie aufregend, den Ring jetzt schon zu tragen. Ich habe echt Angst, den kaputt zu machen. Es sind uns schon ein paar Tage vergangen und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Endlich haben wir was gefunden, was ich vertrage. Es wären sicherlich auch noch ein paar mehr Metalle gegangen, aber es ist einfach super umständlich, sich testen zu lassen oder einfach mal jeden Ring zu tragen. Und naja. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass Tantal funktioniert. Und ja, wir werden heute zum Juwelier gehen und das gute Stück wieder abgeben. Also wir haben ihn jetzt hier noch. Ich kann ihn euch noch mal ein letztes Mal zeigen. Ja. So, mein schöner Ring. Jetzt muss ich ihn wieder abgeben. Also ich bin auch sehr vorsichtig damit umgegangen. Ich habe ihn allerdings auch nachts getragen, was ich eigentlich nicht vorhatte, weil ich Angst hatte, ich verkratze ihn. Aber mir war es zu unsicher, den irgendwie nur so ein paar Stunden am Tag zu tragen. Deswegen habe ich ihn halt auch nachts getragen, aber es ist alles gut gegangen. Ja, wir werden ihn heute abgeben und alles Weitere besprechen, also mit Gravur und Stein und so weiter und so fort. Den fertigen Ring werde ich euch nicht zeigen, also zumindest nicht jetzt. Ich werde dieses Video jetzt gleich beenden. Aber ihr bekommt sie natürlich zu sehen. Also wenn die Ringe fertig sind, dann kriegt ihr sie zu sehen. Ich hatte gedacht, ich mache so, keine Ahnung, im August oder so mal so einen Hochzeitsvlog-Monat. Da ist sicherlich ganz viel los. Ganz viel Aufregung, ganz viel Hektik, ganz viel Bridezilla-Alarm. Und ja, vielleicht bietet das ja den ein oder anderen Vlog. Das heißt, es gibt keine einzelnen Videos zu bestimmten Themen, sondern einfach, was ist so im letzten Monat vor der Hochzeit noch zu erledigen. Und da kriegt ihr dann halt auch die Ringe zu sehen. Sprich, das Video ist jetzt beendet. Wir haben unsere Ringe gefunden. Ich weiß nicht. Also ich glaube so häufig, also Metall ist sowieso nicht häufig, es ist ein sehr seltenes Metall, aber es wird auch, glaube ich, nicht so oft in Juweliergeschäften angeboten. Da müsstet ihr, wenn ihr Interesse an Tantalringen habt, einfach mal googeln. In Bremen bietet auf jeden Fall die Platinschmiede Tantalringe an. Da haben wir unsere jetzt her. Und da werden wir sie jetzt später in Auftrag geben und ich bin ganz erfreut. Wichtig ist übrigens auch noch zu sagen, Tantal, werdet ihr dicker oder dünner, habt ihr leider Pech gehabt. ich habe ja auch totale Gewichtsschwankungen. Allerdings an den Händen habe ich immer Glück, die sind eigentlich immer gleich. Deswegen
Ja, riskieren wir das jetzt. Also man kann die Ringe nicht kleiner oder wieder größer machen. Die sind halt einfach dann so. Kann man nicht ändern lassen. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Ja. Ansonsten würde ich das Video jetzt beenden. Das habe ich schon oft gesagt. Jetzt beende ich es wirklich. Unsere Ringe. Ja, schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie euch das Metall gefällt, weil das ist natürlich auch Geschmackssache, weil es relativ dunkel ist. Ja, wie gefallen euch die Ringe? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Dann dürft ihr das Video gerne bewerten, indem ihr mir einen Daumen gebt, nach oben oder nach unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.